darum, um die Einsparmaßnahmen in personeller Hinsicht im Naturkundemuseum und auch in der Ausstellungshinsicht. Also, dass die Ausstellungsfläche des Naturkundemuseums verkleinert werden sollte. Was in unseren Augen, also jetzt vom Vorstand des Vereins, ich denke mal auch von Ihnen als Mitglieder, den Untergang des Museums bedeuten würde. Und an dieser Stelle möchte ich ein Papier von der Dienstberatung des Oberbürgermeisters, die am 4. September stattfand, und darin war zu lesen, dass der Oberbürgermeister, also jetzt nicht Stadtrat, sondern Oberbürgermeister beschlossen hat, bis Mitte nächsten Jahres, also bis Mitte 2001, soll das Naturkundemuseum in die Zoo GmbH überführt werden. Weiterhin war zu lesen, und das ist der Punkt, der uns alle etwas stark verwirrt hat, weiterhin war zu lesen, der Vorschlag, dass Exponate aus dem Bestand des Museums in Schulen übergeben werden sollen. Denn es ist so, so, ich möchte Sie halt nur jetzt erstmal informieren davon. Und wir als Verein und wir als Vorstand, wenn wir uns halt jetzt mehrfach getroffen hatten, sehen die Gefahr in der Richtung, wenn das Museum, so wie es jetzt in der Dienstberatung vom 4. September gesagt wurde, umzieht Mitte nächsten Jahres und unsere Sammlung nicht komplett ins Depot gehen kann, in die Kongresshalle, an Schulen sozusagen oder auf die Leipziger Schulen verteilt wird. Das bedeutet, es ist keine visuelle Arbeit mehr möglich. Ich denke mal, da spreche ich auch mit in Ihrem Sinne, dass im Prinzip Museumsarbeit nicht mehr möglich ist. Das Museum würde damit aufhören zu existieren. Da kam schon seit längerem, auch so vor ein, zwei Jahren, ein Gedanke auf, den ich weiterhin sehr gut finde. Nämlich eine, wie auch immer geachtete, das ist auch gar nicht die Frage, wie man das macht, Zusammenführung des Naturkundemuseums, und des Zoos. Nicht? Man muss bedenken, dass natürlich dass die Themen, die beide Einrichtungen sozusagen pflegen, eine große Nähe zueinander haben. Und wenn man daran denkt, dass der Zoo 750.000 Besucher hat im Jahr, mit wieder deutlich steigender Tendenz, dann kann der eigentliche Gewinner bei so einer Zusammenführung nur das Naturkundemuseum sein, weil natürlich die Besucherzahlen hier im Hause ganz andere sind. Und die bauliche Situation im Zoo ergibt also jetzt keine Möglichkeit, das dort innerhalb des Zoos in diese historischen Architektur unterzubringen. Das ist auch eine sehr starke Zerstückelung der Sammlung, das bietet sich sicherlich so nicht an. Ein größeres freistehendes Gebäude gibt es nicht und so kam damals der Gedanke Kongresshalle auf. Dieser Gedanke Kongresshalle ist dann auch von Herrn Haberbeck wieder geprüft worden, ob das geht, nicht? Ob man das Naturkundemuseum in die Kongresshalle reinbringen kann, wenn man gleichzeitig den großen Saal frei hält für große festliche Veranstaltungen, Konzerte, wie auch immer. Das Stichwort Gesellschaftshaus, das ja mit der Kongresshalle auch unbedingt sollte realisiert werden. Dazu das Naturkundemuseum da untergebracht werden und schließlich sollte auch noch der Zoo die eine oder andere Nutzung am Rande haben, Wagnersaal und meistens. Wir sind ja seit 4 Jahren mit der Haushaltskonsolidierung befasst. Jedes Jahr 100 Millionen mehr runter. Das ist ja wirklich eine Tortur. Und jedes Mal von Beginn an stand das Naturkundemuseum bei der Kämmerei auf der Schließungsliste. Aber wir haben es ja abwehren, können. Ne? Aber letztendlich, jetzt in diesem Jahr ist dann eben doch wieder intensiver diskutiert worden. Und das, was Sie gerade befürchteten, das war so eine Randbemerkung von Tiefensee. Sie wissen, er war sogar Schuldezernent. Und wenn ich irgendwo ein Haus anbieten muss für das Rassi-Museum, dann werde ich auch in alle Schulen geschickt, um zu schauen, ob da nicht eine Schule taucht dafür, was dann auch nicht geht. Aber als dann gesagt wurde, der Weiße Saal ist viel zu klein für die Sammlung, dann kam er auf diese Idee und sagte, warum soll man denn nicht auch den Schulen mal vorübergehen, einen Teil der Exponate sozusagen aushändigen? Das ist ganz klar. Ich denke, das ist nicht so ernst gemeint. Aber was ich gehört habe, was durchaus auch diskutiert werden muss, ist, was passiert, wenn die Universität
ihre zoologische Sammlung zurückzieht. Nicht, wovon ja plötzlich mal die Rede gewesen ist. Und das scheinen ja doch ganz erhebliche Bestände zu sein in der Zoologie, die gar nicht in der Stadt gehören, sondern in der Universität. Nicht? Und wie sieht die Sammlung dann aus, wenn da große Bereiche aus dem Bereich verloren gehen sollten? Da würde ich nur, dass es da verschiedene so Sorgen gibt. Ich weiß es nicht. Aber nochmal ganz konkret diese Frage der zeitlichen Vorgaben, die Sie gerade zitierten. Wir sollen bis zum Jahresende diese Möglichkeiten der temporären Unterbringung in der Kongresshalle prüfen, mit den verschiedenen verantwortlichen Ämtern. Und geben Sie bitte darum, Vorbereitungen zu treffen, dass eine rechtliche Zusammenführung von Naturkundemuseum und Zoo bis zum Sommer nächsten Jahres realisiert werden könnte. Das sähe dann so aus, dass also eine weitere Abteilung in dieser GmbH, in dieser Zoo GmbH, dann geschaffen würde für das Naturkundemuseum und das Personal würde sozusagen dann übergehen in diese GmbH. Nicht? Und Herr Dr. Schlatter würde sozusagen Abteilungsleiter innerhalb dieser Zoo geben. Also so sähe das aus. Er ist davon nicht so begeistert, aber Dr. Junhold ist ein ungeheuer kraftvoller Zoodirektor und was der anpackt, gedeiht. Und wer sozusagen unter seine rechtliche geht, profitiert davon. Aber haben Sie schon mal geprüft, wie viele Naturschutzzentren in Nordwestsachsen, Regierungsbezirk Leipzig, noch in staatlicher oder kommunaler Hand sind? Gar keine. Es ist ein Trauerspiel ersten Grades. Wir sind so ein reiches Land. Ja, ich fahre in arme Länder. Die können sich Museen dieser Art leisten. Die leisten sich es auch, weil sie wissen, es ist ein Kulturgut. Und ich muss Ihnen das auch nochmal sagen, wir haben alle Naturschutzstationen, Eschefelder Teichhaus, Muldehof, selbst Kreutsch, sind alles in der Hand eines Naturschutzverbandes. Wir kämpfen uns im Leben, die Stationen zu erhalten. Und wir sind aber der Meinung, und das muss es auch geben, die Stadt muss auch das Geld haben, ich gebe Ihnen dann auch noch eine Möglichkeit, ein Argument, dass wir uns das Naturkundemuseum erhalten können. Hier ist ja ein Anlaufpunkt, hier ist ja jahrzehntelange Tradition Leipzigs mit entstanden. Und das muss auch an dieser Stelle bleiben und unser Verband favorisiert auf alle Fälle sofortige Geldmaßnahmen, um die dringendsten, notwendigsten Sanierungsarbeiten, weiteren Ausbau an der Stelle, inwieweit man kooperiert, eine andere Frage. Und so eine Einschwerpunkt muss eben auch einmal Geld für das Museum sein, auch wenn es eng ist. Wir sind nicht so arm. Wir haben uns Projekte in Leipzig geleistet, ich erinnere zum Beispiel Pleite ans Licht. Wir haben es geschafft, dort das Geld reinzubringen. Und hier müssen wir es auch schaffen. Das ist unser Anliegen und ich denke, betrachten Sie uns bitte als Partner im Kampf um Erhalt und Verbesserung dieses Hauses. Aber ich meinte die Millionen, die die Stadt jährlich einnimmt, durch Verwaltungsgebühren. Ja, die sind natürlich im Haushalt verplant. Ja. Und Sie haben eine jährliche Steigerung dort, dann wäre die Frage, ob man die nicht mal mitnutzen könnte. Weil Kaminski hat nicht zugestimmt. Ja, das war ja, vor der Wahl. Oder vor der Wahl. Ja, bitte. Das könnte da vergessen, eine Idee. Ja. Die Zahl der Besucher. Ihr kennt das Wort, man soll die Stimmen wägen. Man soll sie nicht zählen, man soll sie wägen. So ist es auch mit den Besuchern. Es ist erfreulich, wenn ein Museum viele Besucher hat. Das ist nie unangenehm. Aber ich glaube auch nicht, dass wir eine dramatische Steigerung der Besucherzahlen anstreben sollen und dürfen. Manchmal ist weniger mehr. Man muss nämlich bedenken, die Besucher, die hier im Museum sind, die gehen nicht im Spaziergängerschritt durch, die arbeiten. Die kommen auch nicht bloß einmal, die kommen ganz viele Male. Und manche sind in Arbeitsgruppen hier eingebunden, die fast ihre ganze Jugendzeit hier mit dem Museum verbunden sind und arbeiten. Und darum wird es ja auch nur verständlich, dass hier auch solche Gefühle hochkommen. Und ich halte das für außerordentlich verhängnisvoll, wenn man ohne mir ersichtlichen Zwang dieses Haus verlässt. Ich kann mir nur vorstellen...